Zwei Trainer, eine Gemeinsamkeit und wir reden nicht von der Frisur. Thorsten Lieberknecht und Alfred Schreuder, beide wollen ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Der MSV gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der MSV Duisburg, der Drittligist in den weißen Trikots mit der besseren Anfangsphase. Über Umwege kommt der Ball zu Stoppelkamp und der ist nicht im Abseits. Das sehen wir gleich in der Wiederholung, denn Bicakcic unten rechts hebt das Abseits auf. Fette Chance für die Gastgeber, hier früh in Führung zu gehen. Fünfte Minute. Stoppelkamp, der vielleicht beste Spieler der dritten Liga. 11 Tore, 5 Assists in dieser Saison. Danach übernahm die TSG das Spielgeschehen, hatte Kontrolle, viel ging über die rechte Seite. Insgesamt 74% Ballbesitz in der ersten Hälfte. Kader Schabek mal mit einer Idee und dann Bebu ans Aluminium. Fast sein zweites Pokaltor in dieser Saison. Hoffenheim auch stark über Standards. Immer wieder Dennis Geiger, der U21-Nationalspieler. Das macht er frech und wieder Aluminium. Diesmal rettet der Pfosten zur Pause. Viel Gesprächsbedarf auf der MSV-Bank. Es sollte alles besser werden im zweiten Durchgang. Und wurde es das? Auf jeden Fall die Duisburger erstmal im Angriff. Alle Mann nach vorne. Ja, und dann ist man natürlich hinten offen. Adamian raus auf Grilic. 4-gegen-3 Situation. Grilic auf Baumgartner. Sicker bekommt die Kugel nicht weg. Und Grilic macht das Tor. 53. Minute, 1:0 für Hoffenheim und das verdient. Grilic leitet ein und dann mit etwas Glück vollendet er keine Chance für den Keeper. Schreuder und sein Team also auf Kurs und 6 Minuten später machen sie dann den Deckel drauf. Auch wieder mit ein bisschen Glück. Mikkels verliert den Ball. Und dann Baumgartner auf Adamian und Adamian macht das Tor. Der Ex-Regensburger vollendet, führt die Hoffenheimer in die nächste Runde völlig verdient. Dreimal in Folge waren sie ja zuletzt in der zweiten Runde ausgeschieden. Jetzt sind sie im Achtelfinale.